Ich habe 10 Punkte, die werden relativ kurz ausfallen, jedenfalls in die ersten paar, ja, bevor wir dann ins Detail gehen. Ich werde Ihnen einen ganz kurzen Überblick geben über die Regelungen und die Erwägungsgründe, die sich in der DSM-Richtlinie finden zum kulturellen Erbe, werde dann einsteigen in eine nationale Regelung, 60e, 60f Urheberrechtsgesetz, weil dort schon Regelungen enthalten sind für Einrichtungen des kulturellen Erbes, die Ihnen bestimmte Vervielfältigungen erlauben. Und andere Nutzungshandlungen werde dann gegenüberstellen, was die DSM-Richtlinie dazu sagt und den Umsetzungsbedarf im nationalen Recht darstellen. Und komme dann zu meiner Lieblingsregelung dieser Richtlinie, Artikel 14, den ich tatsächlich für sehr gelungen halte, im Gegensatz zu anderen Regelungen, die sich dort finden. Und werde Ihnen vor allem versuchen, etwas darüber zu erzählen, dass ich meine, dass Artikel 14 der DSM-Richtlinie das Prinzip der Gemeinfreiheit elementar aufwertet zu einem grundlegenden Prinzip, was möglicherweise auch Auswirkungen hat auf Fotografierverbote. Da bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher. Ich schließe am Ende mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Schauen wir uns als erstes mal an, welche Regelung es eigentlich in der DSM-Richtlinie gibt zum kulturellen Erbe. Wenn wir uns das ansehen, sehen Sie, dass sich eine ganze Regelungsvielfalt ergibt. In all diesen Regelungen, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen vorlesen werde, ja, davon nehmen wir mal Abstand, finden sich Regelungen oder Aussagen zum kulturellen Erbe. Und wenn Sie sich dann noch die Erwägungsgründe dazu angucken, wo sich auch überall Regelungen zum kulturellen Erbe finden, dann fällt es schwer, hier den Überblick zu behalten. Ich habe deshalb versucht, mal zu systematisieren, wie ein Zugang zum kulturellen Erbe eigentlich gesetzgeberisch ausgestaltet werden kann und sehe in der Urheberrechtsrichtlinie zwei Wege. Den einen Weg haben Sie sich gestern schon angeguckt, das ist der über Lizenzvereinbarungen. Da geht es also um Artikel 8, Artikel 12. Der andere Weg ist der über Schrankenbestimmungen bzw. über gesetzliche Nutzungserlaubnisse, ja, wie es jetzt heißt, oder über Bereichsausnahmen. Und in diesem Bereich finden wir Artikel 6 und Artikel 14. Ich möchte meinen Vortrag auf den zweiten Teil konzentrieren und auch hier werde ich versuchen, relativ kurz auf Artikel 6 einzugehen, um meinen Fokus dann auf Artikel 14 hier zu legen. Artikel 6 der DSM-Richtlinie enthält die Vorgabe an den nationalen Gesetzgeber, einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand vorzusehen, der es Mitgliedstaaten gestattet, Werke und sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren Sammlungen befinden, so heißt es, für die Zwecke der Erhaltung dieser Werke oder dieser sonstigen Schutzgegenstände in den für diese Erhaltung erforderlichen Umfang zu vervielfältigen. Jetzt haben wir eine deutsche Regelung, 60e, die sieht so etwas Ähnliches vor. Ja. Schauen wir uns diese Regelung kurz an. Artikel 60e fortfolgende enthalten eine Schrankenregelung. Ich nehme jetzt einfach dieses Wort, ja, es fällt mir noch einfacher, ich finde es auch sehr schön. Zugunsten öffentlich zugänglicher Bibliotheken, die keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke verfolgen. Erfasste Benutzungshandlungen, das heißt solche Benutzungshandlungen, die durch die Regelung erlaubt werden, sind die Vervielfältigung von Werken aus dem Bestand oder der Ausstellung der Bibliothek zu bestimmten Zwecken, die Verbreitung zu bestimmten Zwecken und die Zugänglichmachung zu bestimmten Zwecken. Und hier haben wir noch den Grundsatz der Vergütungspflicht, das heißt, wenn solche erlaubten Nutzungshandlungen vorgenommen werden, sind die aber zu vergüten. Was heißt nun öffentlich zugänglich? Öffentlich zugängliche Bibliotheken müssen solche sein, die eben nicht der Öffentlichkeit verschlossen sind. Also denken Sie an Bibliotheken, die sich beispielsweise in privaten Unternehmen befinden. Die sind der Öffentlichkeit verschlossen, die zählen nicht zu diesen privilegierten Bibliotheken. Die Bibliotheken dürfen keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke verfolgen, also insbesondere nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein. Es geht aber nicht darum, dass sie nun überhaupt keine Leihgebühr erheben dürfen. Das wird weiterhin als unschädlich angesehen. Für Archive, Museen und Bildungseinrichtungen gilt diese Schranke entsprechend, ja, nach 60f, allerdings ebenfalls mit der Maßgabe, dass keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke verfolgt werden dürfen. Das ist das nationale Recht. Was regelt nun Artikel 6 der DSM-Richtlinie? Er enthält eine Schrankenregelung zugunsten von Einrichtungen des Kulturerbes, so heißt es dort explizit, und er gewährt eine Vervielfältigungsbefugnis von Werken und sonstigen Schutzgegenständen unter den konkreten Voraussetzungen, dass auch hier der dauerhafte Bestand der Einrichtung vervielfältigt wird, dass eine Vervielfältigung zu Zwecken der Erhaltung der Werke vorgenommen wird und dass
diese Vervielfältigungshandlung nur im sogenannten notwendigen Umfang erfolgen. Was sind Einrichtungen des Kulturerbes? Das finden Sie in der DSM-Richtlinie selbst definiert. Das bezeichnet eine ebenfalls öffentlich zugängliche Bibliothek, ein öffentlich zugängliches Museum, ein öffentlich zugängliches Archiv oder eine im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrichtung. Im Gegensatz zum nationalen Recht privilegiert also diese Schranke auch das nationale Recht privilegiert im Gegensatz zur DSM-Richtlinie also auch Bildungseinrichtungen, eine weitere Einrichtung. Frage, geht das noch? Ja, wenn es vorher zulässig war, ist das auch heute noch zulässig. Das ergibt sich aus Artikel 25, dort steht das in etwa so drin. Was heißt es, dass Werke im dauerhaften Bestand sein müssen, die jetzt also vervielfältigt werden dürfen? Heißt das, das Museum, das Archiv muss nun Eigentum an diesen Werken erwerben, muss also viel Geld aufwenden, um Eigentümer zu werden? Nein, das heißt es nicht. Es genügt auch eine Dauerleihgabe. Auch das, wer das nochmal nachlesen will, finden Sie in Erwägungsgrund 29. Ein ganz maßgeblicher Unterschied zwischen Artikel 6 und der nationalen Regelung ist aber, dass Artikel 6 nur das Vervielfältigungsrecht erfasst. Das heißt, sie werden durch das Unionsrecht nur privilegiert, sie dürfen nur Vervielfältigungshandlungen vornehmen. Das nationale Recht sieht ja viel weitgehendere Erlaubnisse vor. Dürfen Mitgliedstaaten auch andere Verwertungshandlungen vorsehen? Ja, die Mitgliedstaaten können für Arten oder Bereiche der Nutzung, für die die Ausnahme oder Beschränkung der vorliegenden Richtlinie nicht gelten, umfassendere Bestimmungen erlassen. Auch das enthalten in Artikel 25. Die Nutzungshandlungen dürfen nur dem Erhaltungszweck dienen, darf hierüber hinausgegangen werden. Das heißt, darf ich jetzt auch zu anderen Zwecken vervielfältigen, Kopien anfertigen, Fotografien anfertigen? Nein, diese Aussage finden Sie in Erwägungsgrund 27, das geht nicht. Was ist der notwendige Umfang, in dem vervielfältigt werden darf? Das bestimmt sich anhand des Einzelfalls, das kann ich Ihnen leider nicht definitiv beantworten. Dort finden Sie eine Regelung, die sagt, der Umfang, in dem jetzt Kopien angefertigt werden, in dem vervielfältigt werden darf, der wird durch den Zweck der Vervielfältigung, den Erhaltungszweck, bestimmt. Ja, also da wird die Rechtsprechung tätig werden müssen. Dort gibt es keine Maßgabe, an der man sich orientieren kann. Was finden wir nun an Umsetzungsbedarf im nationalen Recht? Also wie wirkt sich diese Urheberrechtsrichtlinie jetzt konkret im nationalen Recht aus? Was muss der Gesetzgeber meines Erachtens tun? Das ist natürlich streitig, zwei Juristen, drei Meinungen. Ja. Ich meine, dass er die erlaubten Nutzungshandlungen auf den Erhaltungszweck begrenzen muss. Ich meine, dass er eine Aufhebung der Begrenzung auf nicht kommerzielle Einrichtungen vornehmen muss. Das wird zum Teil anders gesehen. Zum Teil wird gesagt, diese Nichtkommerzialität, die habe der europäische Gesetzgeber gar nicht adressieren wollen. Und deswegen muss der nationale Gesetzgeber das auch nicht aufheben. Ich sehe das anders. Ich sehe keinen Hinweis in der Richtlinie, dass hier eine solche Begrenzung tatsächlich erfolgen sollte. Begrenzung des Adressatenkreises möglicherweise, weil die Richtlinie eben für andere Einrichtungen gilt als das nationale Recht. Und die Frage, muss ich eigentlich die Vergütungspflicht abschaffen oder muss ich das nicht tun? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das nationale Recht enthält eben eine Vergütungsvorgabe. Eine Vergütungspflicht kennt Artikel 6 nicht. Ob sich das aus anderen Regelungen der Urheberrechtsrichtlinie ergibt, ob sich da auf Erwägungsgründe zurückgreifen lässt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich schreibe gerade was dazu und würde Sie bitten, da vielleicht noch 2-3 Wochen abzuwarten. Dann können Sie es gerne lesen, wenn ich mich tatsächlich entschlossen habe, ob hier eine Abschaffung der Vergütungspflicht erforderlich ist oder nicht. Kommen wir aber zu der Regelung, weshalb ich eigentlich hier sprechen möchte. Kommen wir zu Artikel 14 der DSM-Richtlinie und werfen auch hier zunächst einen Blick ins nationale Recht. Paragraph 72 Urheberrechtsgesetz sieht vor, dass auch solche Abbildungen von Werken urheberrechtlichen Schutz genießen, die Werke abbilden, die gemeinfrei sind. Sprich, ich fotografiere ein Werk, das in einem Museum hängt, dessen Urheber mehr als 70 Jahre tot ist, mit meinem Handy. Ich drücke einmal auf den Auslöser, dann schützt das nationale Recht nach der Rechtsprechung des BGH auch diese Abbildungen gemeinfreier Werke. Es wäre durchaus dem BGH möglich gewesen, hier eine sogenannte teleologische Reduktion, also eine zweckbedingte Reduktion vom Gesetzeszweck her rührend des 72 Urheberrechtsgesetz vorzunehmen, denn der 72 soll diese sogenannten Knipsbilder, die nur entstehen, weil ich auf den Auslöser meines Handys oder meines Fotoapparats drücke, soll er nur deshalb schützen, weil Regelungszweck
dieses 72 ist die Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten zu Werken der Fotografie, also solche Fotografien, wo ich das Licht anrichte, wo ich die Person nochmal richtig hinstelle, die also eine geistige Leistung erfordern, und solchen Abbildungen, die entstehen, weil ich auf den Auslöser meines Telefons drücke. Diese Abgrenzungsschwierigkeiten sollen vermieden werden. Bei Reproduktionsfotografien ist diese Schwierigkeit aber häufig schlicht nicht gegeben. Und insofern hätte der BGH hier durchaus eine teleologische Reduktion des 72 vornehmen können, hätte sagen können, Abbildungen gemeinfreier Werke sind hier nicht geschützt. Das hat er aber nicht getan. In seinem Urteil, das hier gerade auch schon zitiert wurde, hat er gesagt, auch diese Abbildung gemeinfreier Werke genießen urheberrechtlichen Schutz. Artikel 14 nimmt diese etwas missliche Rechtsprechung des BGH glücklicherweise zurück. Er statuiert, dass die Mitgliedstaaten vorsehen, dass nach Ablauf der Dauer des Schutzes eines Werkes der bildenden Kunst sogenanntes Material, das im Zuge einer Vervielfältigung entsteht, weder urheberrechtlich noch durch verwandte Schutzrechte geschützt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich ein Werk der bildenden Kunst habe, dann ist das Material, das im Zuge der Vervielfältigung entsteht, also die Abbildung, nicht mehr urheberrechtlich geschützt, mit der Folge, dass ich dieses Werk nutzen kann. Schauen wir uns diese Regelung einmal genauer an. Schauen wir uns an, was Artikel 14 eigentlich konkret sagt. Naja, Artikel 14 spricht erstmal von sogenannten Werken der bildenden Kunst. Und diese Werke der bildenden Kunst, müssen wir uns schon fragen, sind das eigentlich Werke der bildenden Künste, die auch das Urheberrechtsgesetz in § 2 Absatz 1 Nummer 4 kennt? Und das ist wohl nicht der Fall. Warum ist das nicht der Fall? Weil man europäisches Recht autonom unionsrechtlich auslegen muss und eben nicht mit Bezug zum nationalen Recht auslegen darf. Dann schaut man in die anderen Sprachfassungen der Richtlinie und dort heißt es, dass erfasst sind Visual Arts in Abgrenzung zur Applied Art, zur Architecture. Also muss man wohl sagen, dass Werke der bildenden Kunst, die hier Gegenstand der Vervielfältigung sind, wohl nur zweckfreie Kunst sind. Ja, es ist ein bisschen eine detaillierte Abgrenzung, eine bisschen nicklige Abgrenzung, aber man muss wohl sagen, dass jedenfalls dieser Bereich jedenfalls von der Urheberrechtsrichtlinie erfasst ist. Ob darüber hinaus auch andere Werke erfasst sind, ich würde eher sagen, nein, wenn man am Wortlaut der Richtlinie bleibt. Was ist Gemeinfreiheit? Gemeinfreiheit bedeutet, dass die Schutzfrist abgelaufen sein muss. Die Schutzfrist ist 70 Jahre postmortem Autoris, also wenn ein Urheber 70 Jahre tot ist, dann ist ein Werk gemeinfrei. Und ich habe Ihnen hier einen Erwägungsgrund aufgeschrieben, den ich für sehr wichtig halte, Erwägungsgrund 53. Erwägungsgrund 53 sagt, wir wollen Einklang herstellen zwischen dem Ablauf der Schutzdauer des abgebildeten Werkes und dem Schutz der Abbildung. Dieser Erwägungsgrund, das ist natürlich nur in Anführungsstrichen ein Erwägungsgrund, ja, die Erwägungsgründe sind ja nicht tatsächlich der Richtlinientext, aber die Erwägungsgründe werden herangezogen, um den Richtlinientext auszulegen. Die Erwägungsgründe erhalten Vorgaben Erwägungen, die der Gesetzgeber angestellt hat. Und wenn hier steht, wir wollen Einklang herstellen zwischen dem Ablauf der Schutzdauer des abgebildeten Werkes und dem Schutz ihrer Abbildung, der Reproduktionsfotografie, dann ist das meines Erachtens eine ganz wesentliche Aussage, nämlich, dass wir tatsächlich hier harmonisieren wollen. Es soll die Abbildung eines Werkes nicht geschützt werden, wenn das Werk gemeinfrei ist. Und dann können wir uns am Ende in der Diskussion gerne nochmal darüber unterhalten, was das denn bedeutet, wenn ich eine Fotografie von einem Werk anfertige, dessen Urheber noch nicht 70 Jahre tot ist, ja, dann kann diese Abbildung erst einmal urheberrechtlichen Schutz genießen und tut das auch. Aber wenn man dann quasi in die Gemeinfreiheit überführt, also in dem Zeitpunkt, in dem der Urheber dann tatsächlich 70 Jahre verstorben wird, muss meines Erachtens auch die Abbildung am Ende gemeinfrei werden, wenn man diesen Erwägungsgrund 53 ernst nimmt. Aber da können wir gerne nochmal in der Diskussion drüber sprechen. Was ist nun Material, das im Zuge einer Vervielfältigung entsteht? So heißt es ja im Gesetzestext. Nur dieses Material ist ja gemeinfrei. Und das können Reproduktionsfotografien sein, das können aber auch Reproduktionsfilme sein.
Das kann in jeder Art, kann die Reproduktion vorliegen, nicht nur als 2D-Fotografie, sondern auch als 3D-Druck. Es sei denn, dieses Material stellt eine eigenständige geistige Schöpfung dar. Was ist eine geistige Schöpfung? Eine geistige Schöpfung ist eine Schöpfung, die Kreativität erfordert. Und ich glaube, dass es hier sehr stark auch darauf ankommen wird, wie der Gesetzgeber hier agiert, was möglicherweise auch die Rechtsprechung ausurteilen wird. An diese Schutzhöhe, an die geistige Schöpfung werden im Urheberrecht normalerweise sehr geringe Anforderungen gestellt. Und ich frage mich, ob man dieses Prinzip hier aufrechterhalten kann. Ja? Also wie ist es beispielsweise, wenn ich von einer 3D-Fotografie, von einem 3D-Werk eine 2D-Fotografie herstelle? Das kann noch nicht reichen, um urheberrechtlichen Werkcharakter zu begründen. Wie muss die geistige Leistung am Ende ausfallen, damit ich hier Werkcharakter zusprechen kann? Ja, es wird ein wesentlicher Punkt sein, der hier durch den Gesetzgeber, durch die Rechtsprechung zu klären sein wird. Was sind nun die unmittelbaren Rechtsfolgen von Artikel 14? Wenn ich Abbildungen von gemeinfreien Werken der bildenden Künste anfertige, dann sind diese selbst gemeinfrei, es sei denn, sie stellen eine eigenständige geistige Schöpfung da. Das heißt, die Museumsfotorechtsprechung des BGH wird für den Bereich der bildenden Kunst, also der zweckfreien Kunst, jedenfalls rückgängig gemacht. Für die übrigen Werkgattungen fraglich, dürfte sie erst einmal weiterhin anwendbar bleiben, solange der Gesetzgeber nicht tätig wird. Ich hatte schon gesagt, wie darf ich vervielfältigen auf alle erdenklichen Arten und Weisen? Ich bin also nicht daran gebunden, dass ich nun Knipsbilder anfertige. Ich kann auch 3D-Drucke anfertigen, ich kann auch Filme anfertigen, ja, solange eben kein eigenes urheberrechtliches Werk entsteht. Wie kann der Gesetzgeber diese Regelung am Ende umsetzen? Naja, der Gesetzgeber könnte hergehen und eine Schrankenregelung erlassen, die eben genau diesen Artikel 14 wiedergibt. Er könnte auch eine Bereichsausnahme erlassen. Das ist jetzt für das nicht-juristische Publikum vielleicht nicht unmittelbar nachvollziehbar, aber eine Schrankenregelung privilegiert eben eine Handlung mit einem urheberrechtlich geschützten Werk in einem bestimmten Bereich für einen bestimmten Zweck. Und eine Bereichsausnahme würde sagen, der Lichtbildschutz oder der Laufbildschutz würde für diese Abbildung gemeinfreier Werke schon von vornherein gar nicht gegeben sein. Ich wäre persönlich, würde persönlich eher dahin tendieren, dass ich eine Bereichsausnahme schaffen würde, aber da wird sich der Gesetzgeber sicherlich eingehend mit auseinandersetzen und das führen wieder hier abwägen. Die mittelbaren Rechtsfolgen, die finde ich viel interessanter als die unmittelbaren Rechtsfolgen, wie hier am Ende der Gesetzgeber handeln wird. Ich glaube, und das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, wir können gerne darüber streiten, ich glaube, dass Artikel 14 die Gemeinfreiheit aufwertet. Ich glaube, dass Artikel 14 einen Grundgedanken transportiert, was gemeinfrei ist, soll auch gemeinfrei bleiben. Ich habe das allerdings auch schon vorher vertreten, dass dieser Grundgedanke existieren würde, das heißt im alten Urheberrecht. Da war ich noch etwas alleine, aber aus Artikel 14 und vor allem aus Erwägungsgrund 53 können wir jetzt neuen Honig saugen, weil es dort eben explizit drinsteht. Es ist zum Beispiel vorher fraglich gewesen, ob § 64, das ist die Regelung der Schutzdauer, ein sogenanntes gesetzliches Leitbild im Sinne des AGB-Rechts sein kann. Warum erzähle ich Ihnen das hier? Naja, in vielen Museen und Einrichtungen des Kulturerbes existieren ja Fotografierverbote. Und die sind häufig formuliert als allgemeine Geschäftsbedingungen, sind also vom Museum vorgegeben. Und ich bin auch sofort fertig, aber ich habe ja noch ein paar Minuten. Ich habe es aber wahrgenommen. Vielen Dank. Und die Frage ist immer, sind solche Fotografierverbote eigentlich wirksam oder sind sie unwirksam? Und es war vorher fraglich, ob solche Fotografierverbote, die faktisch dazu führen, dass die Schutzfrist eines Werkes verlängert wird, also urheberrechtlicher Schutz bedeutet ja, dem Urheber soll es zustehen, im Grundsatz zustehen, über die Verwertung seines urheberrechtlichen Werkes zu entscheiden. Und wenn die Schutzfrist abgelaufen ist, bin ich im Bereich der Gemeinfreiheit, dann steht ihm dieses Ausschließlichkeitsrecht nicht mehr zu. Wenn ich aber nun sage,
mein Werk darf nicht fotografiert werden, was in irgendeinem Museum ausgestellt ist, dann verlängere ich faktisch die Schutzfrist durch solche Fotografierverbote. Und es war eben fraglich, ob solche Fotografierverbote wirksam sind oder nicht wirksam sind. Warum? Weil diese AGB-Kontrolle nur dann eine Regelung für unwirksam hält oder unter anderem dann eine Regelung für unwirksam hält, wenn sie gegen ein gesetzliches Leitbild verstößt. Und was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir den Schutz von Individualinteressen, die hier auch erforderlich sein müssen. Ja, also es muss eine unangemessene Benachteiligung eines Betroffenen vorliegen. Und 64 Urheberrechtsgesetz dient aber vor allem den Interessen der Allgemeinheit. Till, du hast in einem ähnlichen Bereich promoviert. Ich habe deine Dissertation dafür hoch und runter gelesen. Das war so. Die Frage ist, ob wir durch die andere Beteiligtengestaltung im Urheberrecht von einer Interessenverschiebung ausgehen können. Herr Schmid hatte gesagt, wir haben jetzt auch den Presumer, der beteiligt ist im Urheberrecht und der von verschiedenen Richtlinien explizit als jemand, der durch Schrankenregelung auch begünstigt sein soll, adressiert wird. Die Regelung haben wir in der Infosoc-Richtlinie bereits, aber wir haben eben auch in der DSM-Richtlinie solche Vorgaben. Und diese Interessenverschiebung wird auch und gerade durch Erwägungsgrund 53 und Artikel 14 unterstützt. Insofern glaube ich, dass man hier tatsächlich sagen kann, ist jetzt zu einer Aufwertung der Gemeinfreiheit hier gekommen durch den Unionsgesetzgeber, was dazu führen würde, dass prinzipiell Fotografierverbote durchaus als unzulässig erachtet werden können. Wir haben aber leider im Bereich der Fotografierverbote noch eine weitere Problematik, die wir mit einbeziehen müssen und wo ich mir nicht sicher bin, ob Artikel 14 ausreicht, um die Wirkung der nationalen Rechtsprechung, die wir bisher hatten, hier tatsächlich gänzlich abzuschaffen. Es ist der Bereich der Rechtsprechung Schlösser und Gärten. Ja? Der Bereich, in dem gesagt wird, aufgrund meines Hausrechtes, was ja jedem Eigentümer eines Grundstückes steht ein Hausrecht zu, es folgt aus zivilrechtlichen Vorgaben des Eigentumsrechts und des Besitzrechtes. Und gesagt wird jetzt, ich drücke das mal umgangssprachlich aus, gesagt wird, wenn ich über meinem Hausrecht einem Nutzer verbieten kann, mein Grundstück zu betreten, dann kann ich ihm erst recht verbieten, oder ich kann ihm erst recht dann erlauben, das Grundstück zu betreten, aber ihm verbieten, bestimmte Nutzungshandlungen vorzunehmen. Ja? Also das Fotografierverbot hat nicht nur Relevanz im AGB-Recht, sondern folgt nach der Rechtsprechung des BGH auch aus dem Eigentumsrecht. Und die Frage ist tatsächlich, ob dieses Interesse des Eigentümers hier dazu führen kann, dass Fotografierverbote im Bereich, in dem auch Eigentümerinteressen betroffen sind, aufrecht oder eben doch für zulässig erachtet werden können, weil im 307 im AGB-Recht immer eine Einzelfallabwägung stattfindet und sobald Eigentümerinteressen mit einfließen, kann diese Einzelfallabwägung anders ausfallen. Das ist relativ schwierig. Das Urheberrecht schafft nämlich keinen Zugangsanspruch zu nicht öffentlich einsehbaren Werken, tut sich damit auch sehr schwer. Insofern auch da ist es an der Rechtsprechung am Gesetzgeber tatsächlich Klarheit zu schaffen. Artikel 14 sehe ich hier alleine als nicht ausreichend an, auch diese Rechtsprechung zurückzunehmen. Da muss man, denke ich, noch einiges an Hirnschmalz aufwenden, um zu entscheiden, wollen wir hier solche Fotografierverbote, soll das wirksam sein, soll das unwirksam sein oder eben nicht. Ich komme zu meiner Zusammenfassung. Ich glaube, dass die Umsetzung von Artikel 6 der DSM-Richtlinie sich überschaubar gestaltet. Die Umsetzung von Artikel 14 der DSM-Richtlinie, die fordert eine Schrankenbestimmung oder eine Bereichsausnahme. Ich habe jetzt hier noch geschrieben, das ist abhängig vom Verständnis des Artikel 2 Absatz 1 der revidierten Berner Übereinkunft. Da gehe ich jetzt nicht noch explizit drauf ein. Das würde jetzt, glaube ich, hier zu tief gehen. Frage, wertet Artikel 14 die Gemeinfreiheit zu einem Prinzip auf? Ich würde sagen, ja. Deshalb habe ich in meinem zweiten Bullet Point ein Ausrufezeichen hinter das vorher im vorherigen Bullet Point als Frage formulierten Gemeinfreiheit als Prinzip gesetzt. Zumindest im Bereich der bildenden Kunst. Unmittelbar, glaube ich, sind das die Auswirkungen des Artikel 14 auf das Recht am Bild der eigenen Sache, wenn man es denn überhaupt bejaht, nicht besonders stark sind, dass der alleine nicht ausreicht, um hier Rechtsklarheit zu schaffen, sondern dass da tatsächlich der Gesetzgeber die Rechtsprechung aufgerufen sind. Für Kritik und Anregung stehe ich Ihnen gerne unter diesen Kontaktdaten zur Verfügung. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.